Hallo Leute, herzlich willkommen zum 8. Kapitel von Die Tochter der Eiskönigin. Ich möchte jetzt vorher gar nicht so viel sagen, nur so viel für diejenigen, die bei Hörbüchern eher emotional reagieren, wenn es traurig wird oder so. Für die empfehle ich, dass sie sich vielleicht ein Taschentuch nehmen. Ich persönlich habe beim Schreiben dieses Kapitels geheult, da erinnere ich mich noch gut. Und ja, Elsa geht's noch nicht besser, kann ich gleich vorweg sagen. Es wird also emotional. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht vorher sagen. Hört einfach zu, viel Spaß, lehnt euch zurück. Kapitel 8 – Wärme und Kälte. Anna ging unruhig vor Elsas Zimmer auf und ab. Olaf saß angelehnt an die Wand auf dem Boden und folgte ihren nervösen Schritten über den Flur mit seinen Augen. »Maela und Felia ist bestimmt was zugestoßen. Ich hätte sie nicht gehen lassen sollen«, flüsterte Anna, und ihre Hände verkrampften sich in ihrem Rock. »Ach was, denen geht's gut«, meinte Olaf, stand auf und griff nach ihrer Hand. Anna ließ sich in die Hocke sinken und konnte Olaf nun direkt in die Augen sehen. »Maela ist viel stärker, als du denkst. Stärker, als die meisten denken«, versuchte Olaf, ihr Mut zu machen. »Wenn Elsa wenigstens nur kalt wäre und sie nicht auch noch diese Schmerzen aushalten müsste«, schniefte Anna, und Olaf wischte ihr, so gut er es mit seinem Holzarm konnte, die Tränen aus dem Gesicht. »Es wird alles wieder gut, Anna«, sagte Olaf und lächelte. »Du hast Elsa nicht gesehen. Sie sieht furchtbar aus und lange kann ich mir das nicht mehr ansehen.« »Natürlich war ich bei ihr«, protestierte Olaf. »Ja, warst du, aber das ist 2 Tage her. Es geht ihr viel schlechter und die Schmerzen werden immer schlimmer.« Als Olaf antworten wollte, ertönte aus Elsas Zimmer ein Klirren. Augenblicklich rannten Anna und Olaf in Elsas Zimmer. Elsa kniete vor ihrem Bett und neben ihr waren die Reste einer zersplitterten Vase. »Ich wollte nur zum Kamin, weil es dort wärmer ist«, versuchte Elsa zu erklären. Anna lief zu ihrer Schwester und half ihr auf. Da verstand Olaf, was Anna gemeint hatte. Elsa war schwächer denn je, denn als Anna sie nun zum Kamin führte, zitterten ihre Beine, als würden sie sie nicht mehr lange tragen können. Ihre dünnen, fast weißen Finger umklammerten Annas Hände krampfhaft, um nicht umzufallen. Elsas Gesicht war blass und ihre Wangenknochen traten deutlich hervor. Ihre Augen waren rot geweint und Schatten hatten sich darunter gebildet. Olaf konnte sie nicht mehr so leiden sehen und flüchtete aus dem Raum. »Sehe ich so schlimm aus?«, fragte Elsa leise, als Anna mit ihr auf dem Teppich vor dem Kamin zu Boden sank. Olaf, ich meine, ich weiß es nicht. Olaf hatte ich noch nie so krank gesehen, so wehrlos.« Anna wusste wirklich nicht, was sie sagen sollte. Sie stand wieder auf und holte die blaue Wolldecke und deckte Elsa zu. Anna wollte gerade wieder gehen, da ihr bei Elsas Anblick die Tränen unaufhaltsam in die Augen schossen, als sie Elsas Stimme hörte. »Bitte bleib, die 2 Stunden sind gleich vorbei.« Nichts als Angst lag sowohl in Elsas Stimme als auch in ihrem Blick, und Anna konnte nicht gehen. Sie kniete sich zu ihrer Schwester, die ihren Kopf in ihren Schoß legte. Die beiden wussten nicht, dass nur wenige Stunden zuvor Maela und Felia ein ähnliches Bild abgegeben hatten, wenn auch an einem anderen Ort. »Also, um nochmal richtig auf deine Frage zu antworten, ich glaube, Olaf hat einfach Angst um dich, und du siehst nicht schrecklich aus«, murmelte Anna und streichelte Elsa über ihr Haar. »Ach, lüg doch nicht, Anna«, seufzte Elsa, die langsam wieder ein Ziehen im Bauch spürte. »Ich lüge nicht, Elsa. Für mich bist du immer noch wunderschön, und um das zu erkennen, muss ich dir nur in die Augen sehen«, flüsterte Anna und drückte ihre Schwester noch mehr an sich. Es war still und die beiden Schwestern sahen einfach nur den tänzelnden Flammen des Feuers zu. Plötzlich durchschnitt Elsas Stimme die Stille. »Anna, ich will nicht sterben«, schniefte sie. Anna versetzte dieser Satz einen Stich in ihr Herz und ihr war, als wäre etwas in ihr zerbrochen. Elsa war die Wirkung ihres Satzes nicht bewusst und sie fröstelte. Sie hätte nicht mal im Traum daran gedacht, dass ihr Kälte jemals so zusetzen würde. Zu der Kälte in ihrem Körper kamen in diesem Moment die Schmerzen, die sich erneut wellenförmig und heftig über ihren Bauch ausbreiteten. Anna merkte, dass Elsa sich anspannte und sah sie an. »Fängt es wieder an?«, fragte sie und Elsa nickte. Mit langsamen Bewegungen streichelte Anna über Elsas Bauch, und Elsa spürte, dass die Schmerzen etwas nachließen. Als die 2 Stunden voller Leiden und Qualen endlich vorbei waren, war Elsa schwächer denn je. Sie hatte nicht einmal mehr die Kraft, sich aufzurichten.
Also nahm Anna sie auf ihren Arm und trug sie zurück in ihr Bett. Dort türmte sie die Kissen so auf, dass Elsa einigermaßen aufrecht saß und deckte ihre Schwester dann mit vielen Decken zu. Elsa erhob ihre schwachen Finger zu ihrem Zopf und wollte ihn aufflechten, doch Anna schob Elsas Hände behutsam zur Seite. »Ich mach das schon.« Mit geschickten Handgriffen flocht sie Elsas Zopf auf. Ihre Finger glitten durch Elsas weiches, seidiges Haar. »So, das hätten wir«, murmelte Anna. »Anna, sei mir nicht böse, aber ich möchte mich etwas ausruhen, und du solltest das auch tun. Leg dich hin, schlaf ein paar Stunden«, sagte Elsa leise und nahm kurz die Hand ihrer Schwester. Anna fuhr sich mit der anderen Hand durchs Gesicht und nickte widerstrebend. Sie hatte Angst, Elsa könnte während ihrer Abwesenheit ihre letzten Atemzüge tun, aber auch sie selbst war sehr müde und sie sehnte sich nach ihrem Bett und etwas Schlaf. Also stand sie auf und ging zur Türe. Dort drehte sie sich noch einmal um und sah auf das Häuflein Elend, das Elsa nun darstellte. Ein Schatten ihrer selbst. Anna wollte wieder ein Lächeln auf den Lippen ihrer Schwester sehen. Das würde ihr sicher Mut machen. »Elsa?« rief sie deshalb und Elsa schlug fragend die Augen auf. »Willst du einen Schneemann bauen?« fragte Anna und prompt erhellte sich Elsas Gesicht für einen Moment und ihre Augen glitzerten freudig. »Natürlich«, sagte sie so laut sie konnte, und tatsächlich erschien ein Lächeln auf ihren Lippen. Nun konnte Anna einigermaßen beruhigt Elsas Zimmer verlassen. Sie gesellte sich zu Christoph und Olaf, die beide in Annas und Christophs Zimmer saßen. Den Gedanken zu schlafen hatte sie verworfen. »Wie geht es Elsa?« fragte ihr Mann sofort und kam auf Anna zu. Anna verschränkte die Arme vor dem Bauch. »Sie wird immer schwächer«, murmelte sie und bemühte sich, nicht zu weinen. »Vor dem Schloss ist das Volk von Arendelle. Sie wollen wissen, was mit Elsa los ist. Sie haben inzwischen schon mitbekommen, dass es ihr nicht gut geht, aber du musst ihnen die Wahrheit sagen«, berichtete Christoph. »Nein«, sagte Anna sofort, »wenn ich denen erzähle, dass Felia Elsa so zugesetzt hat, werden sie Felia nie als Prinzessin akzeptieren. Sie werden Angst vor ihr haben, genauso wie vor Elsa, als sie ihre Kräfte noch nicht kontrollieren konnte.« »Ich glaube, das Volk hat sich geändert, Anna. Sie sind nicht mehr wie früher«, schaltete sich Olaf ein und Anna blickte auf ihn hinab. »Sie vertrauen dir. Wenn du keine Angst vor Felia hast, werden sie auch keine Angst haben.« Anna ging auf und ab. Dann entschloss sie sich, mit dem Volk zu sprechen. Nervös trat sie mit Olaf und Christoph vor die Tore des Schlosses auf ein kleines Podest, auf dem Elsa sonst immer ihre Reden gehalten hatte. Überhaupt konnte Elsa sowas viel besser als sie. Verkündungen machen, Reden halten, das war nicht ihr Ding. Unruhig knetete sie ihre Hände. »Was ist mit Königin Elsa? Stimmen die Gerüchte? Wo ist sie?« Das Volk von Arendelle war wütend, aber wütend vor Sorge, das spürte Anna. »Bürger von Arendelle, bitte hört mir zu«, rief sie und die Menge verstummte augenblicklich. »Leider muss ich verkünden, dass es Königin Elsa sehr schlecht geht. Sie wurde von einem Eisblitz getroffen, und es besteht die Möglichkeit, dass sie zu einem Eisblock gefriert, so wie es damals fast mit mir geschehen wäre. Die beiden Prinzessinnen, Felia und Maela, sind losgezogen, um ein Heilmittel zu finden.« Sofort ging ein Raunen durch die Menge, und Anna hörte plötzlich das Getrappel von Pferdehufen. Und da sah sie sie. Felia und Maela ritten auf ihren Pferden in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf das Schlosstor zu. »Öffnet das Tor«, rief Christoph den Wachen zu, die sogleich seinem Befehl Folge leisteten. Das Volk von Arendelle hatte die Prinzessinnen noch nicht bemerkt. »Wer hat Königin Elsa so verletzt?« »Ja, wer war es? Nennt uns einen Namen, Prinzessin Anna.« Anna druckste herum und ihre Gefühle fuhren Achterbahn. Sie war extrem erleichtert, dass Maela und Felia wieder da waren, doch sie spürte die Aufgebrachtheit der Menge. Sie wollten jemanden, dem sie die Schuld an Elsas Zustand geben konnten. »Wer war es?« schallte es wieder zu ihr empor und Anna war den Tränen nahe. Felia sah es und drückte Christoph rasch die Zügel ihrer Ponystute in die Hand. »Lauf du zu Mom und gib ihr das Heilmittel«, rief sie Maela zu, die sofort losstürmte. »Ihr habt ein Heilmittel?« flüsterte Christoph. »Ja, haben wir. Olaf, reite sofort auf Sven zu Grand Pabby und sag ihm, er soll sofort herkommen.« Anna hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Aber was sie mitbekommen hatte, war, dass Felia und Maela ein Heilmittel gefunden hatten. Doch nun verstand sie gar nichts mehr, denn die Schreie der Menge betäubten sie fast.
Ich weiß, schrie plötzlich eine verblüffend laute Stimme neben ihr. Felia war auf das Podest neben ihrer Tante gesprungen und hatte jeden Einzelnen auf dem Platz vor dem Schlosseingang zum Schweigen gebracht. Ich habe meiner Mutter diesen Eisstrahl angetan. Ich habe die Gabe des Winters von ihr und meinem Vater Jack Frost geerbt. Es war ein Unfall und ich wollte das nicht. Die Menschen wichen ein Stück vor Felia zurück. Felia ist nicht gefährlich und sie wird lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Königin Elsa hat es auch geschafft, es zu lernen. Und ich bin mir sicher, Prinzessin Felia schafft das auch, rief Anna und legte ihrer Nichte einen Arm um die Schulter. Außerdem haben wir ein Heilmittel gefunden. Jetzt lasst uns erstmal hoffen, dass es wirkt, verkündete Felia und das Volk applaudierte und hatte wieder neuen Mut geschöpft. Tja, Leute, das war's. Ein nicht gerade fröhliches Kapitel. Aber, ja, wir sehen ja ein Licht am Ende des Horizonts und diejenigen, die die Geschichte schon fertig gelesen haben, die wissen ja, wie es weitergeht. Wenn ihr die Geschichte noch nicht fertig gelesen habt und sie jetzt lesen wollt, unten in der Videobeschreibung ist wie immer der Link zu meiner Fanfiction. Und ja, ansonsten bleibt zu sagen, dass dieses Hörbuch sich langsam dem Ende nähert. Wenn ich mich richtig erinnere, sind jetzt noch 2 Kapitel, die ich aber natürlich auch lesen werde. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, weil bei mir ja, geht's auf Mitternacht zu. Ich weiß noch nicht, wie spät es bei euch ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!